So, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt in den vorausgehenden Videos schon drei Ableitungsregeln kennengelernt, nämlich die Summenregel, die Produktregel und die Quotientenregel. Und bevor wir die vierte Ableitungsregel, nämlich die Kettenregel, beweisen, jetzt hier ein Beispiel. Und zwar wollen wir die Ableitung von Polynomen bestimmen. Das wollen wir ganz allgemein machen, aber hier habe ich mal ein bestimmtes Polynom aufgeschrieben. 4x hoch 3 plus 2x Quadrat plus x plus 2. Und davon wollen wir jetzt also die Ableitung bestimmen. Deswegen steht hier dieser Strich. Und ja, also wir kennen die Summenregel. Wir wissen, die Ableitung von dieser Summe ist gleich der Summe der Ableitung. Das heißt, dass hier diese Ableitung ist gleich der Ableitung von 4x hoch 3 plus der Ableitung von 2x Quadrat plus der Ableitung von x plus der Ableitung von 2. Gut. Damit haben wir das Problem jetzt schon mal in vier kleinere Probleme zerlegt. Und jetzt überlegen wir uns als erstes die Ableitung von einer Konstanten, also hier zum Beispiel von der 2, ist 0. Warum ist das so? Ja, weil die Ableitung ja der Grenzwert vom Differenzenquotient ist. Und wenn wir jetzt also eine Funktion haben, die konstant ist, zum Beispiel 2 in unserem Fall, dann haben wir 2, das ist der Funktionswert an der Stelle t, minus 2, das ist der Funktionswert an der Stelle x, durch t minus x und davon den Limes t gegen x. Und man sieht schon, das ist 0, denn hier oben steht ja 0. Und ja, damit ist also die Ableitung dieser 2 gleich 0. Und das gleiche Spiel können wir natürlich für jede konstante Zahl spielen. Also haben wir hier, wenn wir allgemein schreiben, c für eine Konstante, dann ist c minus c durch t minus x Limes t gegen x gleich 0. Und wir sehen also, Konstanten haben den Ableitungswert 0. Und ja, damit haben wir diese 2 hier erledigt. Und jetzt wollen wir uns als nächstes hier dieses x anschauen. Das heißt, unsere Funktion ist einfach, wenn wir uns das mal eben aufmalen, das ist einfach diese Funktion hier. X wird auf sich selbst abgebildet. F von x ist gleich x. Ja, gut, das machen wir auch wieder mit unserem Differenzenquotienten. Also haben wir hier x, oder nein, t müssen wir hier natürlich hinschreiben, t minus x durch t minus x und davon der Limes t gegen x. Und ja, da sehen wir schon, das ist überall 1. Und damit haben wir gezeigt, die Ableitung von x ist 1. Gut, damit haben wir diese beiden erledigt, 2 und x. Und damit müssen wir jetzt also noch 2x² ableiten und 4x hoch 3. Und da werden wir jetzt sehen, dass, oder werden wir im nächsten Video sehen, dass die Ableitung von so einem Monom x hoch n immer n mal x hoch n minus 1 ist. Und das wird dann also hier in unserem Fall heißen, die Ableitung von x Quadrat ist 2x und die Ableitung von x hoch 3 ist 3x². Ja, um diese Formel jetzt hier allgemein zu beweisen, machen wir eine kleine Induktion. Und ich denke, das packe ich euch ins nächste Video. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis gleich.